Die nachfolgende Sendung wurde durch Spenden ermöglicht. Lass dein Licht in die Welt scheinen. Sei ein Reflektor der Wärme, der Liebe, der Größe und des Lichts Gottes. Dann ziehen die Leute automatisch ihr altes Leben aus und sagen, das brauche ich, da fühle ich mich wohl. Seit über 70 Jahren im Glauben unterwegs. Herzlich. Persönlich. Ermutigend. Das überkonfessionelle Missionswerk Karlsruhe. Voller Freude am Leben. Gott ist so gut. Das weiß ich. Aber was mich in den letzten Tagen, Wochen sehr, sehr beschäftigt hat, ist, dass ich ein bisschen traurig war, wenn man die ganzen Nachrichten hört, alles, was auf der Welt geschieht. Da geschieht so vieles, wo eigentlich, wenn man es mit Gott machen würde, ganz anders wäre. Glaubt ihr das auch? Und das hat mich sowas von bewegt und ja, also richtig, richtig bewegt. Und dann dachte ich, was ist aber unser Part, unser Teil in dieser Sache, da tätig zu werden? Wir machen ja schon 17 Fernsehsendungen pro Woche und da kommen wir raus in die Welt, aber Gott hat mir irgendwo den Finger drauf gelegt, auch Menschen, Christen zu sagen, ihren Auftrag wieder aufzunehmen, wirklich die Botschaft in die Welt zu bringen. Und das ist so eine Sache. Und ich hatte so viele Beobachtungen und da kam eins nach dem anderen. Wo leben wir Christen unseren Glauben im Alltag? Und da möchte ich auf so verschiedene Dinge kommen. Wir erfüllen nicht unsere Berufung als Christ, wenn wir im Alltag nichts verändern. Glaubt ihr das? Wenn wir nur da sind. Und das hat mich beschäftigt. Und dann kam Alan Blatt, ihr habt alle mitbekommen, wir hatten hier einen riesen Allianzgottesdienst, zweimal die Kirche voll und hat hier verschiedene Dinge gesagt und kam genau auf dieses Thema. Und wir hatten einen Tag zuvor mit den Leitern in Karlsruhe noch ein Seminar und da hat er diese Studie vorgestellt, die Barna-Studie. Und das hat mich schockiert und noch mehr angespornt, da tätig zu werden. 34% der Christen trennen klar den Glauben vom Alltag oder von der Arbeit. Also Kirche ist Kirche, Arbeit ist Arbeit. 38% davon, die sind passiv, aber bereit, den Glauben und die Arbeit mit der Arbeit zu verbinden. Also frag mich und ich werde dir was sagen. Also, aber ich mache von mir aus nichts. Und nur 28% verbinden den Glauben und Arbeit im Alltag. Und das ist eine traurige, traurige Bilanz. Und wenn man das zusammenrechnet, die ersten beiden, die zusammenrechnet, dann kommt man auf glatte 72% der Menschen, der Christen, die in die Kirche gehen, wissen nicht, wie man das Gehörte im Alltag lebt. Oder sie tun es einfach nicht, aus verschiedenen Gründen. Und wenn wir nochmal diese Studie hernehmen, klare Trennung, die 34% klare Trennung vom Glauben und von der Arbeit. Und da sage ich, wirklich, das sind, ich möchte Sie sagen, Clubdenker. Wir sind die Gemeinde, wir sind die Kirche. Ich gehe in diese Gemeinde mit diesem Namen, ich gehe in diese Kirche mit diesem Namen. Ich fühle mich dort wohl, ich komme, ich gehe, ich tue dies, tue das. Aber das ist eigentlich meine Welt und mehr mache ich da nicht. Und dann die 38%, die passiv
sind, die zwar wollen, aber es nicht tun, möchte ich wirklich heute mal Zuschauer nennen. Wisst ihr, wir im Sportplatz und selbstverständlich sind wir dabei und man hängt einen Schal rum, man zieht Schuhe an, man hat so viele Souvenirs mit Symbolen drauf, aber man tut eigentlich selber nichts, man lässt die anderen tun. Und dann gibt es diese Kategorie, die wirklich sagt, ich lebe meinen Glauben im Alltag. Und mir ist das so, mir stand das so viel vor Augen. Und eine Sache, was mir auch vor Augen stand, ist, wie treten wir auf? Ist es Liebe oder ist der christliche Glaube Angstmache, wenn wir sagen, das ist, du musst dich verändern und so weiter und so fort. Mein Gott ist doch etwas für draußen in der Welt zum Leben und nicht etwas, wo man 2 Stunden in der Woche einmal in der Kirche macht und dann ist wieder gut. Seid ihr damit einverstanden? Kann Gott etwas draußen tun? Ich sage ja. Er sollte, er möchte eigentlich draußen bei den Menschen noch viel, viel mehr tun. Warum war Jesus meist außerhalb den religiösen Mauern? Lest die Bibel. Er war sehr selten in der Synagoge. Jesus kam für die Menschen, aber nicht für irgendwelche Gebäude oder Clubs oder die Vereinigung oder jene Vereinigung. Jesus kam für die Menschen. Und was mir auch so vor Augen stand, ist, dann so manche Gemeinde macht gar keine Evangelisation mehr, die schauen gar nicht mehr, dass Menschen Jesus, von Jesus erzählt wird. Ich habe eine Studie gelesen, die ist allerdings von Amerika, da sind die Christen dafür, 50% der Christen sind dafür, dass man den christlichen Glauben nicht einem weitergeben soll, der noch nicht Christ ist. Man soll die Leute leben lassen, wie sie leben wollen. Und ich sage dir, wir sollen nichts rüberschieben und auch niemanden zwingen, weil das ist ganz furchtbar. Es soll eine freudige Entscheidung sein. Und ihr Lieben, das hat mich richtig aufgewühlt. Wir alle Christen haben die Berufung, unseren Glauben draußen zu leben. Nicht 3 Leute von der Gemeinde, sondern wir alle. Mir stand da vor Augen, wie oft kommt das Christentum, du gehst in die Hölle, du bist verloren, du bist ein Sünder, wir sind alle Sünder von Grund auf, du musst dich verändern. Und keiner möchte dazu gerne Ja sagen, sondern boah, das ist ja furchtbar. Und keiner möchte da und all die negativen Sachen, all das, wie schlecht wir sind und so weiter. Warum werben wir Christen nicht mit dem, was Jesus auf der Erde auch für die Menschen getan hat? Warum werben wir nicht darum? Und ich muss euch wirklich sagen, da gibt es ja die Aufkleber, Jesus liebt dich. Kennt ihr das? Oder Fische? Und so mancher Aufkleber, christlicher Aufkleber, hat mir schon die Vorfahrt genommen. Also der drin sitzt, nicht der Aufkleber. Wo ich sage, was ist das für eine Botschaft? Wisst ihr, wir können große Kreuze aufhängen, wir können alles Mögliche tun an Symbolik und können Rituale machen. Wenn wir nicht unseren Glauben leben, sind wir abstößig für diese Welt. Und wenn ich sehe, eine nette Geschichte, die sich hier bei uns im Büro zugetragen hat. Wir haben einen französischen Mitarbeiter, der Jean-Marie, und eine Mitarbeiterin, als er neu war, konnte seinen Namen nicht aussprechen und sie hat ihn morgens begrüßt. Guten Morgen, mon chéri. Und dann habe ich ihn gefragt, weil er ja Französisch kann, was heißt das? Das heißt, mein Schatz. Oder ich liebe dich. Aber was mich in dem Zusammenhang eigentlich wachrüttelt, warum steht auf so einer Schachtel, die wir alle kennen, nicht Hilfe, Kalorien drauf? Ja,
oder es steht irgendwo, Achtung, Alkohol drauf. Steht doch nicht drauf, oder? Aber wir Christen kommen mit dem ersten einschlägigen Argument, du fährst in die Hölle, du bist verloren, du bist ein Sünder. Müssen wir uns nicht mal überlegen, was eigentlich das grundlegende Schöne ist und was das Christentum an uns hätte tun müssen, damit wir Christus in diese Gesellschaft bringen. Alle verpacken ihr Produkt mit schönen Eigenschaften und Christen machen so oft Angst dem Nächsten. Menschen haben doch schon genug Angst, stimmt's? Warum müssen wir Christen den Menschen noch Angst machen? Und da habe ich mir überlegt, wie hat es Jesus gemacht? Er liebte die Menschen, die Probleme hatten, und schimpfte mit den Schriftgelehrten. Stimmt's? Das ist biblisch. Er warb nicht für christliche Symbole. Du brauchst ein Kreuz, du brauchst einen Fisch und kleb dein Auto voll und mach das und du brauchst eine dicke Bibel. Er warb auch nicht für Religion und hat gesagt, diese Religion oder jene Religion musst du annehmen oder meine Religion musst du annehmen. Nein, er warb auch nicht für spezielle Gebete. Er hat ein Gebet vorgemacht, das Vaterunser, wo so viel drinsteckt. Aber er hat nicht gesagt, nur das funktioniert. Und er warb auch nicht für eine gute, spezielle Synagoge. Wisst ihr, wie Jesus den Glauben gelebt hat? Lieben, wertschätzen und vergeben. Das ist das, was Jesus gelebt hat. Jesus lebte in der Gesellschaft, er liebte, er wertschätzte und auch die Vergebung, die er gewirkt hat am Kreuz von Golgatha. Das ist das, was ein echter Christ ausmacht. Lieben, wertschätzen, vergeben. Und das ist das, was wir in der Gesellschaft tun können. Die Frage ist nur an uns alle, die hier sind und zuschauen, schaffen wir es überhaupt in unseren Gotteshäusern? Die Frage darfst du dir beantworten. Aber wie sind wir doch in diesen Gotteshäusern dazu da, dass wir lernen, dass wir das verinnerlichen und in dieser Welt dieses Leben ohne große Worte zu machen. Das ist das, was der Unterschied in der Welt macht. Das ist das, was der Unterschied und nicht der Clubgedanke, da eine Kirche, dort eine Kirche, dort eine Gemeinde, den Nächsten lieben, wertschätzen und vergeben. Lasst uns mal die einzelnen Teile anschauen. Lieben. Wir kennen dieses Bibelwort in Galater 5, Vers 14. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Da fängt schon das an, ob du das schaffst. Kannst du das, wo du sagst, ja, ich kann mich lieben? Oder sagt eine Stimme in dir, das ist Stolz, das ist das, das ist jenes. Du musst die anderen lieben, du musst Gott lieben. Es heißt hier, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Kannst du das tun? Das ist keine Esoterik, das ist nicht eine andere Religion, sondern das. Dann fängst du an, Menschen auch zu lieben. Jesus begegnet jedem mit einer bedingungslosen Liebe. Wir kennen es am Kreuz. Am Kreuz hat er alles für uns getan, bedingungslos. Er hat nicht gesagt, die vorne, die erste Reihe, das sind meistens die Besseren. Nein, die fühlen sich jetzt gut hier vorne. Das ist wirklich die Botschaft. Alles tat er für uns und was haben wir schon für Mist gebaut? Liebe ist das beste Zeugnis. Ich sag dir, umarme mal einen Menschen, den du noch nie umarmt hast. In der Gemeinde fällt das noch leicht. Manchmal, meistens. Auf der Arbeitsstelle wird es schon schwieriger. Und nicht, ach Leute, ich muss heute eine Pflicht erfüllen, dass ich meinen Haken setzen kann. Gestern hat es geheißen, ich muss jemanden umarmen. Wer will herhalten? Nein,
Wirklich, ihr Lieben, lieben, nicht spielen, lieben. Und das ist das wirklich, das, was wir hier leben sollen. Das Zweite ist wertschätzen. Obwohl Jesus ein Lehrer war, hat er seinen Jüngern die Füße gewaschen. Wir sind manchmal unterwegs und wäschen die Köpfe. Wertschätzen. Tu mal etwas, finde an einem Menschen, wo du nichts findest, wertzuschätzen, finde etwas heraus, und wenn es noch so klein ist, und tu ihn wertschätzen. Auch wenn es der Nächste vielleicht nicht in deinen Augen verdient hat. Und dann kommen wir zum Dritten: vergeben. Und das fällt besonders den Christen sehr schwer. Im Vater unser heißt es, unser Vater in dem Himmel, und vergib uns unsere Schuld, wie wir vergeben unseren Schuldigern. Das allein müsste eigentlich genügen, damit wir jedem vergeben können. Das müsste genügen, weil uns wird vergeben, wie wir anderen vergeben. Das heißt, das setzt uns frei, das ist bedingungslos. Wenn du vergibst, setzt es dich frei. Es setzt dich frei. Und wenn wir jetzt hier das sehen, lieben, wertschätzen, vergeben. Das ist das, was Jesus gelebt hat auf der Erde. Stimmt's? Er ging zu Menschen, die nicht liebenswert waren. Er ging zu Frauen, die in dieser Zeit, wo ein Mann und sowieso nicht ein Gelehrter hätte Kontakt haben können, lieben, und hat ihnen aus dem Dreck rausgeholfen. Er hat Menschen wertgeschätzt, die gesündigt haben und so weiter. Ihr kennt das. Und er hat uns allen und alle, die es annehmen auf dieser Welt, er hat vergeben. Und das hat er gelebt. Er saß nicht irgendwo auf einem heiligen Stuhl mit einem Kreuz hinten, zwei Fische seitlich, und hat gesagt, Leute, ihr müsst das tun. 2 Stunden beten, sonst hilft es alles nichts. 3 Stunden das machen. Und wenn ihr nicht so angezogen kommt und nicht so das macht und nicht das so macht und das so macht, dann ist alles nichts. Nein, er kam mit großer Liebe und ist den Menschen begegnet. Jeder Mensch sehnt sich, dass ihm das begegnet. Liebe, Wertschätzung und auch Vergebung. Veränderung will auch fast jeder, aber die Welt hat den Schlüssel nicht. Die Welt demonstriert, wir wissen das, was es alles für Demos gibt. Sie wollen Veränderung, aber sie wissen nicht, wohin. Und dann gibt es, dann ist mal die Umwelt, dann ist mal Atom, dann ist mal das, dann ist mal jenes. Ich sag dir, jeder will die Veränderung, die wir haben können, und du kannst sie in die Gesellschaft bringen, indem du das lebst. Amen. Dies funktioniert, ihr Lieben, nur mit der biblischen Grundlage. Und wenn du im Alltag das lebst, nicht unter Christen, das sollte selbstverständlich sein, aber im Alltag das lebst, dann wird jeder fragen, wie schaffe ich das, was der schafft? Und so finden Menschen zu Jesus. Und ich glaube, dass in der nächsten Zeit viele über diesen Weg zum Glauben finden. Nicht über Drohungen, nicht über, was du alles falsch gemacht hast. Und ihr seht, ich habe hier meinen Regenmantel mit dabei, nicht weil es jetzt hier kalt und regnerisch ist, aber die Welt hat so Angst, die ist so durchdrungen mit Angst und mit Not und mit allem, und da ein Sturm und dort ein Sturm und dann lass mich in Ruhe und so weiter. Und dann kommen womöglich noch Christen, du machst das falsch und jenes, du wirst nie in den Himmel kommen und so weiter und so fort. Und bombardieren und die, oh, lass mich in Ruhe. Wisst ihr, wenn ich jetzt mit dieser Jacke in die Sonne stehen würde, was würde ich machen? Erstmal so, dann Reißverschluss runter
und dann, boah, ist hier ein tolles Wetter. Boah, und dann ziehst du ganz freiwillig das Ganze aus, weil du es nicht mehr brauchst. Lass dein Licht in die Welt scheinen. Sei ein Reflektor der Wärme, der Liebe, der Größe und des Licht Gottes. Dann ziehen die Leute automatisch ihr altes Leben aus und sagen, das brauche ich, da fühle ich mich wohl. Und ich sage dir, lebe es. Wenn du bei deinem Einkaufsmarkt in der Kasse sagst, ich wünsche Ihnen Gottes Segen, ist das was, wo, boah, müsst ihr mal schauen. Nicht sagen, lesen Sie mal Psalm 23, wenn ich nochmal komme, müssen Sie auswendig können, sonst, nein, sondern Gott segne Sie. Überlege, wem du heute etwas Gutes tun möchtest. Und sag mal, schön, dass Sie diese Arbeit tun. Ja, das zahlt ja der Arbeitgeber, wieso soll ich den noch loben? Ihr Lieben, sind wir Christen oder sind wir keine? Leben wir wirklich wie Jesus? Jesus kam auf diese Erde und hat uns vorgelebt, wie wir leben können und leben sollen. Wann hast du zuletzt im Alltag geliebt, wertgeschätzt oder vergeben? Du zeigst durch dein Handeln, was wirklich in dir ist. Stimmt's? Durch dein Handeln zeigst du, was in dir ist. Und in so vielen ist das Gleiche drin wie in der Welt. Es ist nicht anders. Und das ist schade. Wir müssen anfangen oder dürfen anfangen zu leben, wie Jesus gelebt hat. Das ist das Licht, das aus uns leuchten soll. Wie echt trittst du in dieser Welt auf? Erkennen dich die Leute an deinen Aufklebern oder an deiner Bibel oder deinen Sprüchen oder deinen Spruchkärtchen oder Losung des Tages oder an deinem Leben? Und ich sage euch, das Wichtige ist, dass sie uns an unserem Leben erkennen, denn wenn wir große Sprüche machen und sie selber nicht leben, dann ist für sie die Sache erledigt. Ginge mir auch so. Die Welt braucht Vorbilder, die sie auch aus ihrem Lebensstil hinausführen in einen neuen Lebensstil. Dein Leben ist ein leserlicher Brief in dieser Welt. Dein Leben ist ein leserlicher Brief in dieser Welt. Verstehst du das? Du kannst die Welt verändern, nicht weil du musst, nein, weil Jesus in dir ist. Die Christen, die müssen, das kommt blöd rüber. Ich muss einen Menschen von Jesus erzählen, hoffentlich kommt einer, der es versteht. Nein, wenn du jemand etwas tust, im Kaufhaus, wo du bist, in der Küche oder wo du bist, liebe deinen Glauben in der Gesellschaft und wenn Menschen fragen, rede darüber. Aber so viele Christen reden über ihren Glauben und sie leben ihn nicht. Stimmt's? Und das ist das, wo ich dir wirklich heute sage, lebe deinen Glauben in der Gesellschaft. Fange an, diese Woche zu praktizieren. Du kannst zum Beispiel eine Strichliste machen von jedem Tag sein. Heute habe ich es einmal das geschafft, einmal geliebt. Jemand, wo ich es noch nie getan habe. Heute habe ich jemand wertgeschätzt, den ich noch nie wertgeschätzt habe. Wisst ihr, es fällt bestimmt nicht leicht, wenn dich jemand überholt oder irgendwo den Weg abschneidet. Und du triffst ihn auf dem Parkplatz, zu ihm hinzugehen und sagen, Sie haben aber ein schönes Auto. Das ist nicht gelogen. Aber, und dann passt mal auf, was dann geschieht. Dann ist er in der Handlung, ach, Entschuldigung, das vorher wollte ich eigentlich nicht. Es ist ja wegen dem und jenem passiert und kennt er ja. Ja, und dann vergeben.
Ich sag euch, wenn wir in dieser Welt leben und können auch den Ungläubigen vergeben, auch denen vergeben, die ihr Radio nachts um 10 noch laut laufen lassen in ihrer Wohnung drüber, wenn wir da vergeben können und so weiter, das wird die Welt verändern. Lasst uns daran arbeiten. Wollen wir das tun? Amen. Gib Gott die Ehre. Danke, Herr. Wusstest du, dass du mit deinen Sorgen und Problemen nicht allein bist? Schick uns dein Gebetsanliegen auf missionswerk.de. Dort findest du auch ermutigende Artikel und vieles mehr. Schau doch mal vorbei.